Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Wir haben in der jetzigen Debatte von allen gehört, dass keiner möchte, dass Küken getötet werden. Das sind fürchterliche Bilder, die wir da sehen müssen, und die möchte keiner sehen. Und wir möchten dafür sorgen, dass wir sie in Zukunft auch nicht mehr sehen müssen. Genau, jetzt mal langsam. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen fordern dazu in ihrem Antrag eine Änderung des Tierschutzgesetzes, in der das Töten aus wirtschaftlichen Gründen verboten werden soll. Dies soll ein Beitrag zum Tierschutz sein. Ich bin der Meinung, das ist viel zu kurz gedacht. Wir können nicht etwas verbieten, ohne eine Lösung anbieten zu können, wie dieses Verbot umgesetzt werden kann. Diese Herangehensweise an ein Problem ist ganz, ganz typisch für die Grünen. Minister Schmidt hat einen ganz anderen Weg gewählt. Nach seinem Amtsantritt hat er sich schnell um dieses Thema gekümmert. Und kümmern heißt bei uns in der CDU nicht, wie bei den Antragstellern, über die Situation zu lamentieren und Verbote auszusprechen, sondern Lösungen in Angriff zu nehmen. Aus diesem Grund hat das Ministerium den Weg zur Universität Leipzig beschritten, um sich über das Forschungsvorhaben, das bereits seit 2008 gefördert wird, zu informieren und weiterhin mit Nachdruck zu forcieren. Und wenn Sie da fragen, wo der Nachdruck ist, das ist das Geld. Wir haben 1 Million Euro nachgeschossen. Und wenn das kein Nachdruck ist, dann weiß ich es nicht. Dieses Forschungsvorhaben zielt darauf ab, das Geschlecht des Embryos vor dem 10. Bruttag im Ei nachzuweisen, weil ab da das Schmerzempfinden des Embryos anfängt. Also vor dem 10. Bruttag. Dann muss das Ei nicht weiter ausgebrütet und somit das Küken nicht getötet werden. Jetzt, wo das Vorhaben kurz vor dem Ziel steht, fällt den Grünen auf, dass wir ein Problem haben. Also wir sind kurz vor der Lösung, die Grünen haben gerade das Problem erkannt. Natürlich hört es sich toll an zu fordern, dass Tiere aus wirtschaftlichen Gründen nicht getötet werden dürfen. Da sagt jeder, ja klar, das finde ich auch toll, wenn wir das nicht machen müssen. Wenn man aber weiß, dass die Mast eines männlichen Kükens aus Legehennenhaltung 8-mal höhere Futteraufnahmen benötigt, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie hoch die Wirtschaftlichkeit ist und warum man das machen soll. Und wenn man ehrlich ist, Lebensmittelgewinnung könnte man auch als wirtschaftlichen Grund bezeichnen. Und das wollen Sie auch sicherlich nicht verbieten. Jetzt sind die Forscher an der Universität so weit, dass sie die Prognose stellen, bis Ende des Jahres ein Gerät erstellen zu können, das ab dem 3. Bruttag, das Geschlecht im Ei feststellen kann, und zwar mit Hilfe eines Nah-Infrarot-Raman-Spektroskopes. Ein schwieriges Wort, was wir mit NIR abkürzen können. Und genau zu diesem Zeitpunkt, wo eine Lösung des Problems in greifbarer Nähe ist, stellt die Fraktion der Grünen den erwähnten Antrag. Hat sie gar kein Interesse, das Problem zu lösen? Ist ihr nur die öffentliche Aufmerksamkeit wichtig? Die Alternativen, die sie aufzeigt, können höchstens Nischen in der Vermarktung sein. Es gibt nicht viele Menschen, die 2 Euro pro Kilo Hühnerfleisch oder Hähnchenfleisch mehr zahlen, nur weil das Tier von einer sogenannten Zwei-Nutzungsrasse kommt. Auch ein zusätzlicher Beitrag von 12 Cent pro Ei und nicht 4 ist nur schwer zu erzielen. Jetzt versucht Herr Krischer noch mal eine Zwischenfrage zu stellen. Frau Kollegin Stockhofen, wollen Sie zulassen? Ja, er darf es gerne versuchen. Also bitte, Herr Kollege Krischer. Frau Kollegin, herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich staune, dass Sie jetzt das hier so darstellen, dass Herr Minister handeln würde. Wir warten seit Beginn dieser Legislaturperiode, dass mal irgendetwas passiert in dieser Frage. Sie haben eben gesagt, der Minister handelt mit Nachdruck und hat sich mal informiert und fördert jetzt ein Forschungsvorhaben. Meine Frage an Sie wäre, empfinden Sie das angesichts dessen, was uns die Gerichte in Münster gesagt haben, was die Staatsanwaltschaft sagt, dass das Tierschutzgesetz geändert werden müsste um eine Handlungsgrundlage. Empfinden Sie das als das angemessene Handeln des Ministers? Und meine weitere Frage an Sie wäre, die Zahlen sind gestiegen. Im Jahr 2014 hatten wir 45 Millionen. Im Jahr 2015, die Zahlen des Ministeriums, sind es sogar 50 Millionen. Wenn Ihre Politik so weitergeht, werden wir im nächsten Jahr 55 oder 60 Millionen getötete Küken haben. Ist das nach Ihrer Auffassung das Handeln des Ministers, von dem Sie hier die ganze Zeit reden?
Herr Kollege, erstens mal ist es nicht so, dass wir angefangen haben, das zu fördern, als der Minister zur Uni gegangen ist, um sich zu informieren. Nein, das habe ich nicht gesagt. Hätten Sie mir zugehört, hätten Sie gehört, dass wir 2008 damit begonnen haben, zu fördern, und zwar mit über 700.000 Euro, und dass jetzt noch mal über 1 Million nachgeschossen worden ist. Also es hilft immer, jetzt rede ich, die Frage haben Sie schon gestellt, es hilft immer auch zuzuhören. Also seit 2008, erster Punkt. Zweiter Punkt, es ist ein lösungsorientierter Ansatz. Der Ansatz, den Sie nennen, dieses Verbot durchzuführen, da haben Sie noch nie gesagt, wo wir mit diesen, wie Sie sagen, 50 Millionen Küken bleiben sollen. Wollen Sie die haben? Sie können die bestimmt gerne kriegen, also die Brütereien haben die über. Also das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die wir in der Praxis aber durchsetzen können, wäre eben in Zukunft zu vermeiden, dass diese Küken geboren werden. Und das ist genau der richtige Ansatz, den wir jetzt machen. Und dieses sogenannte NIEA-Spektroskop ist so weit entwickelt, dass wir bis Ende des Jahres einen Prototypen haben und im nächsten Jahr die Serienreife erreichen. Und sobald die Serienreife erreicht ist, brauchen wir keine männlichen Küken mehr töten. Und das ist unser Ziel und das ist Tierschutz, wie wir ihn in der CDU sehen. Und Sie haben ja jetzt schon die Frage gestellt. Sonst können Sie sich gerne noch mal melden. Meine Redezeit verlängert sich. Also wäre ich sehr dankbar. Dafür, dass die Verbraucher für die Eier und fürs Fleisch nicht mehr bezahlen wollen, zumindest nicht flächendeckend, dürfen wir die Augen nicht verschließen. Das ist die Realität. Nichtsdestotrotz unterstützt das BML dieses Projekt der Zwei-Nutzungsrasse ja trotzdem. Den Betrag haben wir vorhin vom Kollegen Stier schon gehört. Aber das ist natürlich eine langfristige Alternative. Und wir wollen ja möglichst schnell verhindern, dass die Küken getötet werden. Letztlich führt kein Weg an der frühzeitigen Geschlechtsbestimmung im Ei vorbei. Und soll ich jetzt mal? Doch, genau. Ich habe es gerade erklärt. Wenn Sie es nicht verstanden haben, machen wir es bilateral nochmal. Vielleicht geht es dann einfacher. Wir müssen festhalten, Tierschutz ist das Thema der CDU. Und das ist uns ein wichtiges Thema, auf das wir ständig schauen und nach Verbesserungen suchen. Einer Verbesserung sind wir jetzt ganz, ganz nahe und führen sie gerade zu einem guten Ziel. Wir wissen, was in der Praxis los ist, weil wir ständig im Gespräch mit Betroffenen sind und am liebsten gemeinsam mit den Betroffenen Lösungen arbeiten, damit die Praxis sie dann auch wirklich anwenden kann. Wieder einmal zeigt sich, Situationen zu bejammern und öffentlichkeitswirksame, schreckliche Bilder zu veröffentlichen, ist der falsche Weg. Wir zeigen Lösungen auf, um schlimme Bilder zu vermeiden. Dies ist Tierschutz, wie wir ihn verstehen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist doch, dass wir das Töten verbieten und die günstigeren Eier und das günstigere Fleisch aus dem Ausland, wo das Töten weiter billigend in Kauf genommen wird, in den Regalen haben. Unser Ziel ist es, Kükentötungen zu vermeiden, und deswegen lehnen wir diesen Antrag ab.